zwar gewann Rapid gegen Slovan Bratislava unter der Woche mit 4:0, nach der Bundesliga-Niederlage gegen den LASK 1:2, knallen die Hütteldorfer allerdings wieder mit voller Wucht auf den Boden der Realität auf. Für Goran Djurecin allerdings noch kein allzu großer Grund zur Beunruhigung, wie er nach dem Match ins Sky-Mikrofon sprach: "Ich kann von der Mannschaft nicht verlangen, jedes Spiel zu gewinnen. Vielmehr sei er mit der Leistung der Grün-Weißen in Linz nicht so unzufrieden. Gegenüber dem 0:0 vergangene Woche gegen den WRC sei eine Leistungssteigerung spürbar gewesen. Nach dem 1:1 waren wir zu sehr im Kopf bei einem 2:1 für uns. Wir haben das Abwehrverhalten vernachlässigt. Wichtig ist, das Spiel schnell abzuhaken. Wir waren heute stärker als gegen den WRC, wobei auch der LASK zu Hause ein stärkerer Gegner ist. Hauptgrund für die Niederlage sei Rotation gewesen. An 4 Positionen veränderte der Coach die Mannschaft nach dem Slovan Bratislava-Spiel, wobei Emanuel Thunwald gleich nach 45 Minuten wieder vom Feld nahm. Wir schaffen es einfach nicht, die Rotation zu verkraften. Viel Zeit, sich daran zu gewöhnen, bekommen die Rapidler nicht. Am Donnerstag muss man gegen Steaua Bukarest bestehen, danach kommt der FC Wacker ins Allianz-Stadion. Bundesliga, Partien des 4. Spieltags, Datum: Heimmannschaft, Auswärtsmannschaft, Ergebnisse: 11. August 2018 RB Salzburg TSV Hartberg 2:0 SA. 11. August 2018 Wacker Innsbrucksten St. Pölten 0:2 SA. 11. August 2018 SV Mattersburg-Wack 0:6 SO. 12. August 2018 Austria Wien Admiral 4:0 SO. 12. August 2018 LASK Rapid Wien 2:1 SO. 12. August 2018 Sturm Graz Alltag 1:1 Werbung.